Jugendliche engagieren sich und das ist keineswegs ein seltener Anblick. Der BDKJ, der Bund der deutschen katholischen Jugend, koordiniert auch im Bistum Eichstätt Aktionen katholischer Jugendverbände. Für das Jahr 2015-16 hat der Verband ein besonders spannendes Jahresmotto gewählt. Es lautet Willkommen. Willkommen ist eigentlich eine Grundhaltung von uns jungen Menschen in der Kirche und von uns im BDKJ, weil es uns wichtig ist, uns einzusetzen für gerechte Strukturen, für Benachteiligte, für Ausgegrenzte in unserer Gesellschaft. Bei diesem Thema Willkommen, bei dieser Jahresaktion des BDKJ geht es darum, die Jugendverbände, Dekanatsverbände dazu einzuladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Jugendverbände und Dekanate machen verschiedene Aktionen im Laufe des Jahres. Los geht es mit dem Jahresmotto im November 2015. Interessierte Jugendgruppen oder auch einzelne Jugendliche können dann mit ihren Aktionen mitmachen. Der BDKJ hat bewusst ein vielfältiges Thema gewählt. Also wir haben extra so ein großes Thema gewählt, damit wir auch ein bisschen mehr darauf eingehen können, mehr auf die Schwerpunkte eingehen können. Wir wollen uns natürlich auch noch ein bisschen mehr spezialisieren. So Schwerpunkte, die wir uns vorstellen können, wäre zum Beispiel Asyl, was ja auch schon läuft. Wir haben letztens den Josefstag gehabt zum Beispiel, was auch eine gute Resonanz hatte. Aber auch sexuelle Vielfalt bezüglich der Familiensynode ist das auch ein Thema bei uns in den Jugendverbänden, aber auch generell im BDKJ. Inklusion ist natürlich auch ein Thema, wo wir anpacken wollen. Und auch ein Thema, was uns auch generell beschäftigt, ist Willkommenskultur für Jugendliche in der Kirche. Sind Jugendliche willkommen und inwiefern und wo nicht und wo schon? Auf der Frühjahrsvollversammlung fiel dann die Entscheidung. Flüchtlinge, sexuelle Vielfalt, Jugend in der Kirche und gerechte Arbeitsbedingungen sollen die Schwerpunkte sein. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wie viele und welche Themen sie behandeln. Wir wollen zum einen, dass der BDKJ nicht nur eine strukturelle Ebene ist, sondern auch eine Ebene, auf der Inhalte diskutiert und platziert werden können. Und wir wollen auch die Jugendlichen dazu anregen, sich mit dem Thema Willkommen auseinanderzusetzen, da Meinungen und Positionen zu entwickeln und auch Aktionen durchzuführen. Und als Ergebnis des Jahresthemas sollen dann politische Positionen verabschiedet werden, die wir als BDKJ dann auch nach außen tragen wollen. Positionen erarbeiten und diese nach außen tragen. Der BDKJ in der Diözese Eichstätt hat sich vorgenommen, jedes Jahr ein Motto zu formulieren. Denn der Verband hat sich selbst die Maxime gegeben, katholisch, politisch, aktiv. Okay.